Freunde, wir sind wieder am Start. Heute machen wir ein weiteres Unboxing von Intex Familien Swimmingpool mit Metallrahmen. Viel Spaß! Was haben wir zuerst, Mami? Warte. Hey, das sind so Pool-Tabs, also so, wie nennt man das? Chlor ist ja, das. Chlor. Zum Reinigen, damit keine Algen und so entstehen. Das haben wir extra gekauft. Da haben wir zuerst einen Karton. Marvin, mach den mal auf. Okay, dann machst du das. Mit meiner. Des Weiteren haben wir hier eine Abdeckplane für oben drüber. Die ist da serienmäßig dabei anscheinend. So eine Abdeckplane für oben drauf, damit da kein Schmutz reinkommt. Dann haben wir, während das mein Bruder hier weiter aufmacht, mache ich mal weiter. Und zwar haben wir hier die Sachen für den Kümmer. So ein kleines Paket mit so ganz vielen Dingen drin. Die Bedienungsanleitung. Mit CD sogar. Was? Kannst du DVD gucken. Wir müssen uns filmen. Genau, also einmal die Bedienungsanleitung mit CD hinten drin, damit man das auch per Video gucken kann. Das ist der Chlorreiniger. Da kann man das Chlor am Ende reintun. Das ist ein Schwimmer. Dann schwimmt das Chlor so im Pool drinne. Das können wir auch mal auspacken. Noch irgendwelche Sachen. So sieht das Ganze aus. Da kommt eben hier oben das Chlor rein. Und dann kann man das so da schwimmen lassen. Dann haben wir einmal das Rohr für die Pumpe. Nicht nur einmal. Noch ein Rohr für die Pumpe. Und die Pumpe. Die Pumpe. Ein Kabel. Oh, ein Stromkabel für die Pumpe. Ein ganz normales Stromkabel. Das ist was Geiles, ja? Mit natürlich so einem Ding, Motor. Hier haben wir mal die Karton, die Marvin aufgepackt hat. Hier haben wir mal die Teile für die Pumpe. Ein paar restliche Teile. Und dann haben wir hier die ganzen Metallteile für die Ecken. Ich kann mal einen davon aufmachen, und zwar sehen die so aus. Also sind halt diese Metallteile. Davon haben wir hier eine ganze Kiste voll. Mickey, so wie die Marvin, ja, so wie die Bodenstücke, die nachher die Standfüße sozusagen sind. Dann hat Marvin hier gerade ausgepackt den Kimmer. Das ist ein Ding, das saugt Blätter und so an, wenn die im Swimmingpool schwimmen. So kann eben nichts auf den Boden fallen, sondern der saugt es vorher an. Das ist total cool. Und das war jetzt auch dabei. Da haben wir noch so eine Halterung und so dafür. Und Marvin, was hast du hier? Ich zeig es mal mehr in die Kamera. Marvin hat die ganzen Stangen entdeckt. Das ist, glaube ich, auch das Schwerste am ganzen Pool. Marvin, du musst die auch auspacken, ne? Pack die mal aus. Okay, warte. Ah! Oh, das ist aber noch das. Ah! Ich stöpsel. Nein, das ist ein Thermometer, wo man gucken kann, wie warm es ist. Währenddessen Felix das hier auspackt, wir haben noch ein Thermometer entdeckt. Da kann man dann gucken, wie warm das Wasser eigentlich gerade ist. Auch total interessant. Gucken wir uns auch mal an. Sieht total spacig aus irgendwie. Nicht so wie ein Standard-Thermometer. Hallo. Ja. Ich hab mich eingesperrt. Ich hab so eine Platte aufgetreten hier. Scheiße! Was soll ich? Er steht auf dem eigenen Karton drauf. Marvin? Ja? Hallo, ist da wer? Ja, hallo. Marvin? Ah, da ist ein Finkel. Marvin? Hi! Marvin? Ich bin nicht das hier schon. Hey Marvin! Ich glaube, das ist gerade für Felix richtig Horror, oder? Laufender Karton. Bisher stand hier, aber das war kein Problem für ihn, aber jetzt. Hallo Marvin, da! Amazon Prime, Ihre Bestellung! Hallo McDrive, Ihre Bestellung bitte!